Gnädig, nach deinem Hund, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasche meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Halleluja. Psalm 50. Heiliger David hat es gesagt, nach seiner großen Sünde hat seinen Geist verlässt durch die Sünde und auch seine Seele. Und deswegen hat mit Tränen und viele Gebete, tags und nachts, jahrelang, um Gott verlangt, die Heilung des Geistes, der Seele und des Körpers. Viele Menschen erkennen das nicht, dass sie krank am Geist und der Seele sind. Viele Menschen denken, doch, ich bin gesund, solange meine Muskeln und meine Augen und meine Füße funktionieren gut, dann bin ich gesund. Aber leider, viele Menschen sind schon krank, echt krank und tief verletzt im Geist oder an der Seele. Und solche Menschen brauchen die Heilung. Sie erkennen das nicht. Und wenn du das denen sagst, dann sag ich, nein, ich bin gesund, du bist der Krank, der nicht gut siehst. Also, wir sollen auch erkennen, was sind die Fehler und Schwäche unseres Geistes und unserer Seele. Was sind die Krankheiten? Sind wir wirklich gesund oder sind wir krank? So sollen wir das tun. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir verlangen, von Gott verlangen, die Heilung des Geistes und der Seele. Wir werden verlangen von Gott durch Gebete. Wir werden mit der Sünde aufhören und neu starten. Wir werden zum Priester kommen, beichten und mit Öl sagen lassen. So sollen wir als Menschen das tun. Gott hat zuerst viele Menschen geheilt, nicht von ihren körperlichen Krankheiten, sondern von ihrer geistlichen. Der gelähmte Mensch, der von vier Personen getragen ist, ist zuerst geheilt von seinen Sünden. Jesus hat ihm gesagt, deine Sünden sind vergeben. Und der Mann hat endlich einatmen können. Er hat gesagt, ja, jetzt ist die Belastung schon weg. Die Belastung der Sünde. Und war für diesen Mensch wichtiger, dass er zuerst die Heilung des Geistes zu bekommen. Die geistlichen Menschen denken, die wollen zuerst unser Geister geheilt werden. Und dann der Körper kann es geschehen, heute oder später. So suchen wir, liebe Brüder und Schwestern, nach der Heilung unseres Geistes und Seele. Und pass auf, denn der Satan hat für dich einen Plan, um dich krank zu machen. Und die Welt macht ebenso. Aber Jesus will, dass du gesund im Geist, in der Seele und auch im Körper. Jesus ist gekommen, um uns zu heilen. Dann hilf ihm, die Heilung zu bekommen und arbeite und wirke nicht gegen Jesus Christus. Die Welt heutzutage ist so krank geworden, so seelisch und geistig krank geworden, sodass viele Menschen erkennen und kennen doch das Ziel des Lebens nicht mehr. Viele Menschen hatten vergessen, dass sie gekommen sind, um mit Jesus zu leben und dann in die Ewigkeit zu kommen. Das ist die Krankheit des Geistes. Wenn ein Erwachsener nicht weiß, wohin er geht, dann sagen wir, er ist verrückt oder nicht normal. Und wenn wir als Gottes Kinder nicht wissen, wollen oder wissen, wohin wir gehen, dann auch ist der Geist krank und die Seele krank. Willst du in Ruhe und Freude leben, dann suche nach der Heilung deines Geistes und deiner Seele. Und dann wird alles schön und wird alles gut und heilig in deinem Leben. Ja, das ist unsere Herren, in der Nähe.